Erinnert ihr euch noch an das erste Video, als Kiwi einen Term für die Länge eines Zuges aufgestellt hat? Dabei war die Lok 20 Meter lang, ein Waggon war 10 Meter lang und er hat den Term 20 Meter, also die Länge der Lok plus x mal die Anzahl der Waggons mal 10 Meter aufgestellt. Jetzt will Kiwi etwas Neues herausfinden und zwar fragt er sich, wie viele Waggons muss ich denn anhängen, damit der Zug genau 135 Meter lang ist? Dazu braucht Kiwi Lösbarkeit von Gleichungen. Hier habe ich die Ausgangslage noch einmal aufgeschrieben. Das ist unser Term und x entspricht natürlich der Anzahl der Waggons. Das ist natürlich der Term für die Länge des Zuges und der Zug soll genau 135 Meter lang sein, also ist gleich 135 Meter. Und jetzt habe ich eine Gleichung und diese Gleichung kann ich mit Hilfe von Äquivalenzumformungen lösen. Erst einmal minus 20 Meter, dann habe ich x mal 10 ist gleich 115 Meter und dann rechne ich geteilt durch 10 Meter und dann kommt heraus, x ist gleich 11,5. Was heißt das also? Man braucht genau 11,5 Waggons, damit der Zug 135 Meter lang ist. Moment, 11,5 Waggons? Gibt es etwa halbe Waggons? Hier steht genau, wie viele Waggons, damit der Zug genau 135 Meter lang ist. Jetzt müssen wir uns einmal darüber Gedanken machen, was ist denn unsere Grundmenge? Da es ja für x keine halben Waggons gibt, muss unsere Grundmenge die natürlichen Zahlen sein. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und so weiter. Da es aber bei den natürlichen Zahlen keine Komma 5 gibt, gibt es auch für diese Gleichung keine Lösung. Und damit ist die Lösungsmenge die leere Menge. Dazu müssen wir uns Folgendes merken. Die Lösung einer Gleichung muss eine Zahl aus der Grundmenge sein. Hier haben wir die Grundmenge der natürlichen Zahlen. Die Lösung ist aber aus den rationalen Zahlen. Das geht dann nicht. Ist das nicht der Fall, ist die Gleichung in dieser Grundmenge nicht erfüllbar. Ist klar, es gibt keine halben Waggons und deswegen ist es hier nicht erfüllbar. Die Lösungsmenge ist also die leere Menge. Das heißt, man schreibt es entweder so mit so einem durchgestrichenen Kreis oder man nimmt die geschweiften Klammern und schreibt nichts hinein.